Was hat eine Fleischwurst mit Bits und Bytes zu tun? Viel schaut man sich die Internetseiten der Fleischerei Spindelböck an. Die Verbindung von realer und virtueller Welt ist hier mustergültig umgesetzt. Und dafür wurde der Handwerksbetrieb vor wenigen Tagen ausgezeichnet. Mit dem Click Website Award 2010 prämierte das Kompetenzzentrum für elektronischen Geschäftsverkehr Click vor wenigen Tagen bei der Handwerkskammer Koblenz die besten Internetseiten kleiner und mittlerer Unternehmen in Rheinland-Pfalz. Zu den Preisträgern zählte auch die Fleischerei Spindelböck für ihre virtuelle Darstellung der ganz realen Wirklichkeit einer mittelständischen Fleischerei. Der Internetauftritt bietet einen Einblick hinter die Kulissen des Betriebes und lädt ein zu einer Reise durch den Alltag der Mitarbeiter, der hier täglich um 4 Uhr beginnt. Dann wird frisch hergestellt, was tags in den 3 Filialen des Familienbetriebes verkauft wird. Verarbeitet wird nur Fleisch von Landwirten aus der Nachbarschaft. Transparenz, von der Aufzucht im Stall bis zur fertigen Wurst, auch das findet sich auf den Internetseiten wieder, deren Idee-Geschäftsführer Mike Lin so beschreibt. Wir wollen verfolgen das Ziel, dass wir uns als Unternehmen vorstellen, uns als Familienunternehmen vorstellen, das Vertrauen in unsere Produkte dem Kunden nahebringen wollen und wollen dem Kunden auch sagen, wo es herkommt. Wie wird es bei uns produziert? Wo wird es produziert? Wer steht dahinter? Wer produziert und hält das Vieh verantwortungsbewusst? Das soll alles deutlich werden, dass der Kunde uns einfach vertrauen kann. Das ist in der heutigen Zeit sehr wichtig. Dadurch ergibt sich, denke ich mal, ein Mehrverkauf. Aber wir möchten nicht anfangen, Fleisch- oder Wurstwaren über das Internet zu verkaufen. Das widerspricht unserer Philosophie so ein bisschen der persönlichen Kundenberatung an der Theke. Damit macht der Fleischermeister auch klar, das Internet ersetzt den Kontakt zum Kunden nicht. Der Betrieb legt viel Wert auf Kundennähe, auf handwerkliche Qualität, frische Verarbeitung und nutzt die moderne Medienwelt, um darüber zu berichten. Unter www.spindelböck.de findet sich all das wieder. Und weil das Auge auch im Internet mit ist, kommt die Seitengestaltung natürlich nicht zu kurz. Neue Kunden, präzise Anfragen, die sich über das Internetangebot herleiten lassen, all das spricht für den Webauftritt, der mit seinem übersichtlichen und informativen Erscheinungsbild überzeugt. Für Mike Lin keine Frage, der aufwendige Webauftritt lohnt sich, denn der Betrieb ist seit Jahren im Internet vertreten und kann so auch gut vergleichen. Wir haben durch den neuen Internetauftritt gemerkt, dass die Häufigkeit der Anfragen, die übers Internet kommen oder übers Telefon, immer mit dem Verweis, ich habe sie im Internet gefunden, zustande gekommen sind. Und wir dadurch einen sehr hohen Rücklauf und vor allen Dingen auch eine messbare Response haben, die natürlich sehr wichtig ist, wenn man eine solche Investition tätigt. Denn eines macht der Handwerker auch klar, die professionelle Internetgestaltung kostet Zeit und Geld. Grundlage für Spindelböcks Internetauftritt war die enge Zusammenarbeit mit einer Marketingagentur. Gemeinsam schuf man eine Website, die selbst den hohen Ansprüchen für den Click Award standhielt, zu der auch rechtliche Anforderungen, Navigation oder Funktionalität zählten. Für Marketingprofi Jens Stevens war der Fall Spindelböck eine interessante Herausforderung. Das war in der Tat Neuland für uns, was uns ganz besonders viel Spaß gemacht hat, weil wir uns immer freuen, wenn wir für neue Branchen arbeiten können, für neue Kunden. Insofern war das Neuland, aber wir haben es ja hier mit einem tollen Produkt zu tun, nämlich einem ordentlichen Handwerksbetrieb, der, ich sag mal, gute Ware, gute Produkte produziert. Insofern hat das sehr viel Spaß gemacht. Und für alle Beteiligten Erfolg, der sich nicht nebulös und irgendwie einstellte, sondern typisch Webauftritt, programmiert war. Doch trotz aller modernen Medienwelt bleibt, wer wissen möchte, wie eine handwerklich hergestellte Wurst schmeckt, erfährt es nicht am Rechner, sondern nur bei seinem Fleischer. Und auch auf diese Seiten ist die Jury des Click Award abgefahren. Preisträger aus dem nördlichen Landesteil sind neben der Fleischerei Spindelböck auch die Alois Stüber GmbH aus Siebenmorgen und die Schäfer Trennwandsysteme GmbH aus Horhausen. Die Fleischerei Spindelböck hat mit ihrer Internetpräsenz den Landesentscheid des Click Award erreicht. Dazu gratuliert die Handwerkskammer recht herzlich. Wir bieten allen Handwerksbetrieben außerdem eine umfassende Beratung rund um das Thema Internet an. Informationen dazu gibt es im Internet unter hwk-koblenz.de. Hier finden Sie auch alle Informationen zu unserem Weiterbildungsangebot.